Leute, weiter geht's heute in der Liga mit dem nächsten Spiel für unseren Club aus Bayreuth. Heute geht's gegen Erzgebirge Aue. Wir wollen natürlich heute ist auf jeden Fall Abschluss der Hinrunde. Und dann geht es tatsächlich schon in die Mittelsatzperiode und dann geht's schon wieder weiter mit dem Duell gegen Weiß Essen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, Aue. Und ja, mal gucken. Ich glaube, jetzt ist der 19. Spieltag. Genau, 19. Spieltag an. Wir gehen auf jeden Fall als Herbstmeisterei nach diesem Last-Minute-Sieg in Osnabrück. Die haben uns richtig Ärger gemacht. Aber wir haben es tatsächlich gut durchgekriegt. Was? Sehe ich das gerade richtig? Okay. Leipzig hat nur Wort zurückgeholt. Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger für uns ein. Sehe ich das richtig? Doch, die haben tatsächlich nur Wort zurückgeholt. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der mit einer unserer besten. Warte mal. Spieler war, der hat viele gute Tore gemacht. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Krass, okay. Verlängerung delegieren. Bleibt für 3 Jahre. Der Teil auf jeden Fall. Ich werde jetzt viel gucken, dass ich da jetzt noch alle auf die Transferliste setze, die jetzt mehr oder weniger nicht so wirklich zum Zug kommen. Krass, okay, da habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie das machen. Ja, das heißt, wir müssen gucken, ob wir einen Stürmer zurückkriegen, weil das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich ein. Jetzt muss ich tatsächlich schauen, dass ich tatsächlich. Warte mal, wie viel Kohle haben wir eigentlich auf dem Konto? Das sind 90.000, natürlich nichts. Also, wir können jetzt gerade keine großen Sprünge machen. Ich muss jetzt tatsächlich gucken, dass ich mit dem vorhandenen Spielermaterial durchkomme. Also, jetzt einige Kandidaten natürlich, die bleiben. Giraudot möchte Neuenberger kaufen. Werde ich tatsächlich auch ablehnen, weil den werde ich mitbleiben. Also muss ich tatsächlich jetzt schauen. Ach Gott, das tut mir jetzt gerade extrem weh. Das tut mir natürlich jetzt extrem weh, der Transfer. Der wird eine richtige Lücke bei mir reißen. Gerade den hätte ich taktisch gebraucht, auf jeden Fall. Sehe mich hier lediglich um. Du musst besser werden. Und auch du musst besser werden. Ah, das ist jetzt bitter. Das tut jetzt richtig weh. Na gut, wir haben noch nicht mal Winter. Wir haben jetzt gerade Transferperiode, ne? Na, so gut, 15. Das Spiel ist jetzt gegen Aue. Ich möchte keinen Tauschspiel haben. Vergiss es. Nein. Muss ich ihn halt aufbauen. Jetzt Steininger soll wohl ein Spieler sein, der relativ so ein bisschen ein Geheimtipp oder sowas ist. Da habe ich irgendwo gelesen gehabt, dass wir ihn dafür brauchen. Also er wird wahrscheinlich jetzt der neue Neuenberger. Neuenberg möchte Neuenberger kaufen. Sie sind jetzt gerade alle dran an unserem Außenbahnspieler. Vergiss es, möchte ich gerade erstmal nicht ablehnen. Noch ist aber nicht so. Das tut weh, das tut richtig weh. Also Novo, der hat immer eigentlich gut getroffen. Den wollte ich eigentlich sogar behalten. Das ist bitter, das tut richtig weh. Naja, gut, dann ist es halt einfach jetzt so. Dann ist es jetzt einfach so.
Und gerade habe ich immer noch mich da, ich meine, die Kapitänsbinde. Ich habe auf jeden Fall die Kapitänsbinde. Wahrscheinlich nicht zurückkriegen können, ne? Muss ich jetzt tatsächlich noch reagieren? Der wird nicht zurückgehen, zurückkommen. Das ist eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Den hätte ich so gern behalten. Ja, der wird nicht zurückkommen. Kann ich. Das wäre natürlich jetzt der Bringer, wenn er natürlich jetzt sofort wieder zurückkommen würde. Aber ich glaube es nicht. Weil wir auch das Geld eigentlich nicht dafür haben. Leih zum Kauf. 2 Jahre. Akzeptieren. Ich glaube nicht, dass der jetzt kommen wird. Das Geld hätten wir ja noch auf der Habenseite, aber. Trotzdem so mal vorschlagen. Okay. Kann ich nicht. Okay. Ich kann ihn leider nicht annehmen. Das ist das Problem, weil das Geld nicht reichen würde. Der wird auch nicht für 1 Million kommen, das ist klar, das ist ausgeschlossen. Ich kann jetzt versuchen, noch mal für 2 Jahre auszuleihen. Hey, warte mal, machen wir alles anders. Moment, tut mir leid, das ist jetzt leider sinnvoll. Ich werde jetzt versuchen, noch mal für 2 Jahre auszuleihen. Das ist vielleicht die Möglichkeit, dass ich sage, ich versuche noch mal 2 Jahre. So 2 Jahre hier mir zu leihen und dann vielleicht dann nochmal zu verpflichten. Ich will die behalten, das ist unser großes Ziel. Das ist halt. Aber dann müssen wir das nach dem Aurospiel machen. Gut, gehen wir nochmal rein und zuletzt auf jeden Fall. Wir müssen es erstmal so irgendwie durchwuppen. Gehen wir spielen mal spielen. 19. Spieltag auf jeden Fall, wie gesagt, Aue, das ist natürlich jetzt. Ja, das ist ein Schock. Er hat ja mal gespielt jetzt die letzten Spiele, muss ich sagen. Warum er dann nicht jetzt auf einmal doch nicht geblieben ist. Für RB war es wahrscheinlich zu wenig. Hat sich gut entwickelt. Ist eine 67er Stärke. Und ich hoffe, dass ich ihn noch mal, dass ich ihn vielleicht doch noch mal für 2 Jahre leihen kann. So, gehen wir rein ins Match. Auf jeden Fall. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders ja, das ist mal nicht Einzelsturm. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. So, die Teams klatschen sich ab. Dann geht's gleich ins Match. Auf geht's. 19. Spieltag gesagt. Abschluss Hinrunde.
da ist Platz. Kann er jetzt mal schon die Aue schocken in der mindesten Minute? Das macht er sicher. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Das war ein Handspiel dabei. Vierte Minute ist der Meter für den Spiel von den Bayreuth. So, gucken wir mal. Ah, komm, Schiri, das kannst du mal so. Ich freue mich, dass es wieder geht, aber dann kannst du doch nicht so geben. Jetzt können sie das 1:0 machen. Oh Gott. Nicht das Tor bei diesem Strafstoß. Das war ungefährlich. Oh Gott, vierte Minute, man hätte früh in Führung gehen können schon. Das war bei meinem Spiel, aber es ist leider nicht gewesen. Ich mag diese Elfmeter, 9 Elfmeter einfach nicht. Die finde ich beim 22er doch angenehm. Das ist ein Spiel, in dem zwei unterschiedliche statistische Rekorde aufeinandertreffen, Buschi. Wir haben hier die Mannschaft mit dem besten Sturm und die Mannschaft mit... Aber das ist jetzt die Chance. Und Tor. Der Torwart da, gut gemacht. Sie spielen kurz. Ball wird abgeblockt. Ja. Sie macht schön gemacht, Perry. Das war wichtig. Eckhoff. Guter Steilpass. Den Ball auf Meier. Und dann geben Sie den Ball doch noch ab bei diesem Steilpass. Gut. Ball kommt gut. Außen werden die Räume jetzt dafür Aue. Guter Spielaufbau. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Meier. Meier jetzt vielleicht nochmal. Gegen zwei, wieder nicht, kommt er nicht durch. Hut. So, erstmal Lippert. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Ah, schade. Ja, das ist, wie gesagt, das tut weh. Der Schock sitzt gerade so ein bisschen tief. Nach der Rückgangaktion. Den hätte ich so gern behalten. Aber gut, mal gucken. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Aber jetzt erstmal wieder komplett auf das Spiel konzentrieren. Wir wollen das nicht. Schau, dass wir dieses Spiel hier gewinnen. Und vielleicht dann so einen Vorsprung ein bisschen halten. Und Perry, der gut aufpassen. Er gibt den Ballbesitz ab. Da bekommt er Unterstützung. Die Fans werden laut. Sie fordern und jetzt schon den Schuss. Da passt der Torhüter auf. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus. Gute Aktion jetzt. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Ah, schön, Ball weg. Ja, gut gemacht, Perry. Ja, wieder gut auf Pasta. Zweimal gute jetzt. Neuberger, der ja, jetzt der neue Kapitän. Da ist die Flanke. Schön. Niemand kommt an den Ball. Schiri. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Gelb. Ja, das ist aber auch ein Minimum, was man geben kann. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Meier, Freistoß. Schlechter Freistoß. Hat er den voll in die Mauer damit. Und sie können klären. Chance jetzt zum Führungstor. Oh, und nicht ich das. Glaube, da nicht zum Abschluss gekommen. Situation unbeschadet überstanden. Viel Einsatz, also Szene geht weiter. Im eigenen Strafraum geht er da recht. Ich habe jetzt gerade kurz gezögert, aber ich dachte mir noch nicht, dass er noch da auch, dass er hier auch was mit das fällt. Kein Vorteil, vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Der Sterner!
könnte die Führung werden. Stürmer! Und Männer, keine Ahnung. Die Führung. Das war eine richtig gute Chance. Ja, die Führung wäre verdient, aber 0-0. Sprinter vergeben, eine gute Situation vergeben. Dieses aktuelle Remis liegt natürlich vor allem daran, dass sie hier noch kein Tor machen konnten. Wir kennen sie ja. Ja, normalerweise muss es sein. Also, es ist halt der beste Angriff gegen die schwächste Verteidigung. Also, das ist halt das. Naja, schauen. Zweite Halbzeit läuft. Durchgang 2 läuft. Latteier. Ah, das ist weit, weit weg der Ball. Schlecht gespielt. Ja, Mokalla. Jetzt hat er. Der Ball. Ah, und der Fall ist der Toshi. Der Angriff könnte was werden. Der zwei Mann stehen lässt und das ist das Bauer. Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Ja, macht da einfach mal kurz mit der Verteidigung, was er will. Und da steht es 0-1. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Der hier erstmal alle zwei Mann gut stehen lässt. Einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, der geht ja, auch hier schon. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, guter Ball. Aber er ist jetzt wieder so ein bisschen drin in der Partie. Wir müssen jetzt. Geht aufpassen. Einfach vorbei. Der Ball war nicht platziert genug. Horn. Sterner. Ja, der setzt sich jetzt. Geht aber ein bisschen über die Außenbahn. Er kann jetzt ein bisschen Platz. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Hat er Platz. Die Idee war nicht schlecht, aber die Umsetzung nicht gut. Erstmal beendet. Kriegen wir heute die dritte Niederlage zum Abschluss der eine Heimniederlage. Die erste wäre das, glaube ich, sogar. Wir haben genau in Köln und gegen Duisburg verloren, aber jetzt ist seine Unterschrift gesichert. Tja, wieder ein Top-Team für ihn. Sieht man auch nicht alle Tage. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Soll nicht despektierlich klingen. Meier. Meier. Gleich der Ausgleich. Das ist gut verteidigt. Sikora, gut aufgepasst da. Beispiel gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ja, das ist gelb. So, jetzt kommt Jan George. Jetzt wird die Auswechslung geben. Kam vor der Saison von Erzgebirge, aber. Man kann natürlich hoffen, heute, dass er vielleicht nochmal ein Tor macht. 65 Minuten rum. Und vielleicht damit helfen, das könnte vielleicht was werden. Und vielleicht hilft damit die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern. Horn. Serie A die dritte. Schuss dabei rum, keine Probleme. Latteier. Ach Mann, was sind das denn für Pässe? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Meier. Schiri. Oh, bitte jetzt nicht noch einen Stürmer verletzt. Also nach dem Abgang von Novoa jetzt auch noch meinen zweitbesten Stürmer mehr oder weniger. Zu längerfristig zu verlieren. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Na, ja, der Freistoß kommt. So der Schiri hat sich also. Also momentan fällt es ganz schnell. Nicht wirklich was ein da vorne. Das. Ist es halt einfach. Die eine Situation war halt da. Vielleicht jetzt nochmal durchwechseln. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch irgendwas ein. Kann ich nicht fixen. Okay, gut. Dann nochmal jetzt drei Wechsel, die wir ziehen müssen. Vielleicht muss da mal ein bisschen frischer wieder rangehen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vielleicht wieder so Last Minute. Sie suchen die Lücke. Punkt. Oder so.
Aber dann verliert sie den Ball, keine Gefahr mehr. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Vielleicht und Jan doch, vielleicht doch noch. Geht er rein? Ja, macht das da ganz sicher. Guter nicht Ball, das. 1-1. 81. Spielen. Ja, klar. Drei Wechsel natürlich. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was tun. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Kurz vor dem Schlusspfiff dieser Begegnung. Mit einem sind sie nur hinten, aber die entscheidende Idee... Jetzt müssen sie doch noch wechseln. Tashi, der Torschütze. Goldener Fragezeichen, Niederlage. Der absolute Wille. Es fehlt auch die Kreativität, um da vorne noch die Lücke zu finden. Hämmerich. Hämmerich. Ecke nach diesem Fehler. Ja, wir haben früh den Elfmeter verschossen. Ne? Das ist halt genau. Vielleicht die Elfmeter! Er pfeift straflos. Er pfeift den zweiten. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Yes! Zumindest ein Punkt noch irgendwie mit in diese ungeschlagene Serie halten. Ah, wenn der Keeper da stehen bleibt, dann hat er den ohne Probleme. Sehen wir hier in der Wiederholung. Ja, dort scheint es zu sein. Am Ende, wenn der Keeper springt, dann ist es clever. So. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oder vielleicht nochmal Laurin Ulrich. Vielleicht die Führung jetzt. Blockt ab. Und der Volley. Und der Volley. Das ist das Problem für einen Keeper seiner Klasse. Und das wäre es doch gewesen. Eckball nichts machen, Steininger. Dürfte das Spiel hier unentschieden ausgehen. Ecke kommt, Limnios. Das war's. 1-1 aus Ende. Am Ende bleibt es also bei diesem Remis. Sind sie ganz spät wieder reingekommen in diese Partie. Am Ende kommt ein Zähler raus. Und das ist in Ordnung und sie haben Nervenstärke. Ja. Am Ende war nochmal was drin. Diesmal hat es nicht ganz gereicht. Nicht zu 100%. Aber egal. 1-1. Der Mann, der entstand. Ein Punkt. Naja. Und verdient war es nicht, muss man so sagen. Und verdient war es nicht so ganz. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja, vielleicht. Ich muss da noch mal was versuchen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ist halt so jetzt gewesen. Gut. Dann machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell unter anderem gegen Rot-Weiß Essen. Und ja gut, wir haben 7 Punkte Vorsprung. Alles ist gut. Also mit dem nächsten Duell dann gegen Rot-Weiß Essen und ja, vielleicht hoffentlich, dass wir irgendwie vielleicht die Rückaktion von Novora nochmal kriegen. Wir versuchen dann nochmal einen Anlauf. Bis dahin und ciao.